RB 7065 Stockheim in Oberhessen Bad Vilbel. 11.16 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Stockheim in Oberhessen nach Bad Vilbel. Fahrzeug DB Baureihe 628.2. 73,8 Tonnen Zuggewicht, 2 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 43,4 Meter. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Trains in World 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich begrüße euch heute von der neuen deutschen Strecke Nittertalbahn. Die ist heute am 23. März 2023 für Trains in World 3 als DLC veröffentlicht worden. Und liefert uns die Nittertalbahn von Klauburg-Stockheim nach Bad Vilbel. Streckenlänge 31 Kilometer. Dazu gibt es das Fahrzeug Baureihe 628.2. Außerdem enthalten die Diesellokomotive V60, Baureihe 365 sowie dafür passende Güterwagen. Angesiedelt ist die Strecke im Jahr 1992, also wieder eine kleine Zeitreise. So, jetzt bereiten wir uns erstmal auf unsere Fahrplanfahrt vor, damit wir hier nicht zu spät abfahren und müssen dafür erst einmal unseren Zug aufrüsten, dazu den Richtungswender auf vorwärts setzen und dann können wir die Türen auf der rechten Seite entriegeln und die Fahrgäste einsteigen lassen, stellen uns hierbei noch die Spitzenlichter ein, schalten uns die PZB und die SIFA dazu, mit denen wir jetzt hier fahren wollen. Und dann muss hier bei diesem Fahrzeug noch der Netzschalter eingeschalten werden, beziehungsweise, ja, ist unser Fahrzeug überhaupt schon angelassen? Moment, dann mache ich den nochmal aus. Dann müssen wir erstmal hier den Startknopf drücken und 3 Sekunden gedrückt halten. So, und dann nochmal den Netzschalter einschalten und jetzt noch wenige Sekunden warten, dann kann unsere Reise beginnen. So, hier sehen wir ganz schwach Bad Vilbel, die Zugzielanzeige. Ja, vielleicht können wir nochmal einen Blick hier direkt in das Fahrzeug werfen. Wir sehen auch hier wieder die mintgrüne, lichtgraue Lackierung und die damalige Inneneinrichtung der 628. Wir fahren im Zugteil, Moment, fahren wir im Zugteil 628? Ja, denn der hintere Zugteil heißt ja 928. Wo liegt der Unterschied? Das werde ich euch heute erklären. So, wir schließen die Türen in unserem Zug. Alle Türen verriegeln. Ich bin da manchmal nicht so sicher. So, jetzt verriegeln wir aber die Türen. Und dann kann die Reise beginnen. Moment, muss ich hier noch einen Bremsschlüssel einstecken? Natürlich, das ist immer sowas, was ich fast immer vergesse. So, jetzt also die Bremsen lösen. Und das passt ja soweit ganz gut, dass sich das löst. Das dauert immer so ein bisschen. Der andere Zug ist auch gerade hier abgefahren. Hätten also ein bisschen bald eine Parallelfahrt machen können. So, also die Strecke befindet sich im Bundesland Hessen, die Nittertalbahn. Wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröffnet, zumindest das erste Teilstück 1888. Das zweite, also durchgehend war die Strecke dann erst ab 1906 fertiggestellt. Früher ging sie mal bis nach Lauterbach in Hessen. Dieser Teil wird aber nicht mehr befahren mittlerweile, also schon lange nicht mehr befahren, in den 1970er Jahren, glaube ich, stillgelegt. Ja, so, also wir verlassen jetzt hier Klauburg-Stockheim und fahren in Nord, in südwestlicher Richtung, in Richtung Bad Vilbel. Das Ganze befindet sich hier, grob gesagt, nordöstlich von Frankfurt am Main. So, Klauburg-Stockheim, von hier aus zweigt die Nittertalbahn dann, wie gesagt, in Richtung Bad Vilbel ab. In Klauburg-Stockheim gibt es außerdem die Bahnstrecke Gießen-Gelnhausen. Also auch ein kleiner Zwischenbahnhof. Dann werden wir unterwegs auch den Bahnhof Nitterau passieren. Das ist ebenfalls ein Kreuzungsbahnhof, wo wir dann die Strecke Friedberg-Hanau kreuzen werden. Außerdem ja, Bad Vilbel natürlich dann der Endpunkt unserer Linie, wo wir dann auf die Main-Weser-Bahn, das ist die Strecke Kassel-Frankfurt am Main, dann einfahren werden. Ja, aber bis dahin wird es relativ lange dauern. Wie gesagt, 1997 ist diese Strecke angesiedelt. Damals gab es hier die Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. Mittlerweile sind das, glaube ich, nach dem Anfang der 2000er sehr viele aufwendige, teure Renovierungsarbeiten vorgenommen wurden oder Sanierungsarbeiten an der Strecke, waren es
sind es mittlerweile 80 Stundenkilometer, aber zu dieser Zeit, wo die Strecke angesiedelt ist, sind es 60. Ja, und schaut euch mal so die ganze Bebauung an. Das hat schon einen ganz eigenen Stil. Also diese ganze Vegetation links und rechts der Strecke, das macht schon was aus. Wir nähern uns auch schon dem ersten Bahnhof, Klauberg, beziehungsweise Klauburg, Klauberg. Das wird der erste Halt sein, wo wir unseren Zug, ja, die ersten Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. So, ja, Pfeiftafeln, daran müsst ihr euch jetzt bei dieser Fahrt gewöhnen. Pfeiftafeln heißt, dass wir, wie gesagt, das Vortier betätigen müssen, um eben rechtzeitig vor diesen ganzen unbeschrankten Bahnübergängen, die es hier gibt, eben rechtzeitig einen Warnton von uns zu geben. Ja, das ist so das Typische. Es ist auch eine Nebenstrecke, es ist auch die erste deutsche Nebenstrecke, die es jetzt überhaupt für Transam World 3 gibt. Das andere sind ja, glaube ich, soweit ich weiß, alles Hauptstrecken. Und es ist auch gleichzeitig die erste Dieselstrecke, die es für Transam World 3 gibt. Die erste deutsche Dieselstrecke. Da gibt es ja aus anderen Ländern mehr. Wir verbremsen uns hier schön. Mal gucken, ob wir wieder zurücksetzen müssen. Nee, müssen wir, glaube ich, nicht. Zum Glück. Glück gehabt. So. Rechts entriegeln. Genau. Ja, das funktioniert noch. Wir sind einigermaßen pünktlich. Da können wir uns auch hier in Klauberg mal so ein bisschen umschauen. Und schaut doch mal, was der Entwickler hier für eine enorme Arbeit reingerichtet hat. Schaut doch mal richtig diesen Blick in die Tiefe, wie weit in die Tiefe gebaut wurde, und man sieht das auch in der Tiefe, also dass da auch doch individuell gestaltet wurde, und dafür ist ja der Entwickler TSG Transam Germany ja bekannt, für wirklich eine sehr professionelle Arbeit, hat ja auch viele an vielen Fahrzeugen für den Train Simulator Classic mitgearbeitet, und das sind halt wirklich Fahrzeuge, die auch in der Community gut angekommen sind. Auch in Transam World 3, beziehungsweise dessen Vorgängerspiel TSW 2, hat sich TSG da auch schon einen sehr guten Namen gemacht. Beispielsweise an der Entwicklung der Baureihe 612, der Baureihe 101, mitgewirkt, ich glaube auch beim ICE1 für Kassel-Würzburg. Also ich kann jetzt nicht alle Fahrzeuge aufzählen, wo der Entwickler mitgewirkt hat, aber alles, was von TSG kommt, ist in der deutschen Community sehr beliebt. Ich meine, dass damals auch an der Schwarzwaldbahn mitgearbeitet wurde, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So. Ja, jetzt geht's erstmal los. Wie gesagt, wir sitzen im motorisierten Teil der Baureihe 628. Wir können auch in dem nicht motorisierten Teil fahren, also in dem Hinterteil unseres Triebwagens, der Baureihe 928. Da ist der Anfahrsound dann etwas leiser. Die Triebwagen der 628, die wurden auch erstmals ab den 1980er Jahren gebaut und waren gerade in den älteren Bundesländern, mittlerweile in ganz Deutschland, viel auf Nebenstrecken unterwegs gewesen, Nebenstrecken, eingleisigen Strecken, und haben dort halt nach und nach die Züge mit der Diesellokomotive, mit der V100 und den Silberlingen dann zum Teil auch ersetzt, also dort, wo das möglich war. Lindheim ist die nächste Station, wo wir halten sollen. Da müssen wir mal gucken. Also, zum Umfang des Paketes gehören zur Strecke 62 Fahrplanfahrten, darunter eben 54 mit der 628.2. Es gibt auch Fahrplanfahrten in Doppeltraktion. Dann gibt es 8 Fahrten für die Diesellokomotive Baureihe 365 mit dem im Güterverkehr seid ihr da unterwegs. Die Szenarien, also Fahrplanfahrten, haben unterschiedliche Längen. Die meisten Fahrten mit der 628 führen aber über die komplette Strecke. Wie gesagt, in einfacher bzw. Doppeltraktion. Gerade die Umläufe, die bis Frankfurt am Main gehen, die führen dann doppelte Traktion. Es gibt aber auch einen Umlauf gegen Mittag, wo ihr beispielsweise nur einen Teil der Strecke befahrt. So, schaut euch mal diesen Bebauung und diese unterschiedliche Vegetation. Das Flüsschen hier, das ist die Nidder. Die wird uns auch die gibt der Strecke den Namen und die wird uns auch entlang dieser Strecke jetzt begleiten. Wie gesagt, Streckenlänge 31 Kilometer. Wir sind hier eben auf dem Land und ich muss sagen, dieses Fahrgefühl, Nebenstrecke, es ist eigentlich die ganze Zeit draußen bleiben, so schön sieht das aus, weil also dieses Nebenstreckengefühl, du bist hier mitten auf dem Land unterwegs, das kommt auch sehr, sehr gut rüber. Das muss man sagen, haben die Entwickler wirklich gut hinbekommen. Es ist auch die erste Strecke von TSG für Transam World 3. Der Entwickler hat, soweit ich das weiß, an vielen Fahrzeugen zu anderen Strecken mitgewirkt. Ich habe euch ja einen Teil davon aufgezählt. Aber so halt, wir sind schon wieder zum nächsten halt so. Aber direkt die Strecke, das ist jetzt wie gesagt die erste Strecke, an
der jetzt hier mitgewirkt wird. So, schaut diese ganzen Details, schaut euch das mal links und rechts an von dieser Strecke. Das fällt sofort, selbst jemanden, der die Strecke nicht im Vorbild kennt, fällt das sofort ins Auge, dass hier eine sehr, sehr detaillierte Arbeit stattgefunden hat. So, die Fahrt über die komplette Strecke mit der Regionalbahn bzw. dem Regionalexpress dauert von Bad Vilbel nach Stockheim 51 Minuten, von Stockheim nach Bad Vilbel 55 Minuten. Vermutlich ist da unterwegs ein Kreuzungshalt, den wir noch haben. Kann ich immer so spät bremsen. So. Ja, so sollte man das Fahrzeug eigentlich nicht quälen. Natürlich gibt es auch ein Trainingsmodul für die beiden Lokomotiven, also für die 628 sowie für die Baureihe 365. Das ist natürlich auch mit dabei. So, lassen wir die Fahrgäste einmal aussteigen und wir sind schon verspätet. Ich habe es ja fast schon vorhergesehen. Doch hier, diese ganze individuelle Gestaltung. Ja, es ist viele Objekte, die es bis jetzt nicht gab. Auch der Verkehr ist an die Zeit angepasst. Anfang der 1990er Jahre, also 2 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, sind halt noch zum Teil fallen solche Autos rumgefahren. Die sahen ja früher so etwas anders aus. Doch hier können wir mal einen Blick werfen. Diese Landschaft, das ist wunderschön und sehr, sehr weit in die Tiefe gestaltet. Also echt Respekt an die Entwickler, was ich gesehen habe. Ich habe mir wirklich gedacht, selbst als ich die Strecke das erste Mal angespielt habe, das erste, was ich da gesehen habe, hat mich sofort überzeugt. Der Preis für dieses DLC laut offizieller Angaben 35,99 €. Es gab auch diesmal, soweit ich das mitbekommen habe, kein Pre-Order. Wie gesagt, das muss natürlich dann jeder selbst entscheiden. Ich wäre der Meinung, ich bin der Meinung, die Strecke ist es das wert. Man muss aber eben dieses Nebenbahn-Flair, das muss man auch mögen, dass wir hier auf einer Strecke unterwegs sind, eingleisig, langsame Geschwindigkeiten, was ja dem Vorbild auch entspricht. Wie gesagt, heute wird 80 gefahren, früher wurde dort 60 gefahren. Das muss man halt mögen. Ja, also da muss einem klar sein, worauf man sich da einlässt. Wenn ihr solche Nebenstrecken mögt, Dieselstrecke, die kleiner Dieseltriebwagen, sehr ländlich geprägte Region, dann kann ich euch diese Strecke empfehlen. Sie ist absolut das Geld wert. Ihr seht es ja selber hier, diese Rundumgestaltung, alles, das ist wirklich, das ist eine richtig sehr detaillierte Arbeit, die man hier sieht. Wenn ihr die Gegend im Vorbild kennt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wie gut man das getroffen hat, beziehungsweise falls ihr 1992 da schon gelebt habt oder die Gegend aus dieser Zeit noch kennt, immer schreibt es rein in die Kommentare. So, hier sehen wir zum Beispiel sehr viele individuell gestaltete Brücken, die hier entlang der Strecke befindet. Hier unterqueren wir eine Autobahn. So. Also es ist wirklich, man sieht es eben auch sowas, eben mal nur mit einer Einfachtraktion von einem Triebwagen zu fahren. Nicht immer, wie das bei den ganzen S-Bahn-Strecken war, Doppeltraktion oder Dreifachtraktion, sondern eben mal so einen kleinen Triebwagen hier gemütlich, ganz gemütlich übers Land zu schaukeln. Wie gesagt, wenn ihr sowas mögt, dann seid ihr bei dieser Strecke absolut richtig. Außerdem gibt es mit diesem Fahrzeug noch weitere 49 Fahrplanfahrten für die linke Rheinstrecke. Mainz-Koblenz, da könnt ihr da auch bestimmte Teilabschnitte mit diesem Fahrzeug bedienen. Da habt ihr dort auch ein bisschen mehr Abwechslung. Solltet ihr die linke Rheinstrecke besitzen, so werdet ihr hier vor allem in Bad Vilbel die Baureihe 103 ab und zu vorbeifahren sehen im Fahrplanmodus im KI-Verkehr sowie die Baureihe 110. Also da gibt es dort ein bisschen Abwechslung. Am weiteren Verlauf der Strecke aber nicht. Da seht ihr höchstens die 365 und eine PZ-Zwangsbremsung, die wahrscheinlich berechtigt war. Und damit hat sich der Fahrplan dann auch für uns erledigt. Ja, ich bin vorher die Strecke nicht abgefahren. Jetzt muss man natürlich ein bisschen warten, erstmal, bis sich das Ganze wieder hier gelöst hat. Das löst sich aber sehr, sehr schnell. Ja, gehört bei mir dazu. Im Nahverkehr, dort passiert das irgendwie gefühlt regelmäßig, dass wir uns die Zwangsbremsungen reinholen und uns da natürlich die letzte Chance nehmen lassen, den Fahrplan doch noch irgendwie einzuhalten. Was war denn jetzt hier das Signal? Hat wir einen Gleiswechsel? Müssen wir mal sehen. Achso, auf der Strecke sind, ihr habt es ja gesehen, wahrscheinlich schon teilweise noch die Formsignale verbaut. Das ist auch die erste deutsche Strecke, die es jetzt hier mit Formsignalen gibt. So, also irgendwas war hier zu beeinflussen, aber ja, wir haben einfach das Quittieren vergessen.
ist halt immer so die Qual der Wahl. Wie macht ihr das? Wie würdet ihr das denn machen, wenn ihr eine Strecke vorstellt? Das würde mich mal interessieren. Würdet ihr dann eher wirklich im Führerstand nur hocken bleiben? Oder würdet ihr nach außen gehen und das auch mal riskieren, dass eventuell im schlimmsten Fall eine Zwangsbremsung passiert? Ja, das war das Einfahrsignal, was hier quittierpflichtig ist. Und das haben wir halt nicht quittiert. Überwachungskurven spielen hier auf dieser Strecke, zumindest die 1000 Hertz Überwachungskurve spielt dann hier keine Rolle. 500 Hertz kann eine Rolle spielen, da ist ja dann Überwachungsgeschwindigkeit 45 km/h, aber die 1000er spielt da nur eine, muss halt quittiert werden, mehr nicht. So, Einfahrt jetzt hier in Altenstadt mit schon fast 2 Minuten Verspätung. Ja, da muss man ein bisschen die Fahrzeuge auch beherrschen, dann kann man, denke ich, die Fahrpläne auch einhalten. Wie gesagt, ich fahre das Fahrzeug jetzt, glaube ich, hier zum zweiten Mal. Es gibt zu dieser Strecke natürlich auch 5 Szenarien, die ihr spielen könnt, wenn ihr das wollt. 2 davon mit der 628 3 mit der 628 und 2 mit der Diesellokomotive im Güterverkehr. Beziehungsweise, glaube ich, eine, wo ihr so mit der Diesellok unterwegs seid. So, wir erreichen Altenstadt und öffnen die Türen. Ja, Ausstieg bis jetzt immer rechts, das ist schon mal gut. Ja, müssen wir ein bisschen mehr auf die Signale achten. So, und werfen mal einen Blick auf Altenstadt. Auch hier, seht ihr, so weit im Hintergrund wird noch ein individuelles Gebäude, die Kirche, gebaut. Das ist nicht selbstverständlich. Also, dieser Entwickler scheint hier im Streckenbau schon Maßstäbe zu setzen. Zumindest was dieses Thema Bauen, die Tiefe und so weiter angeht. Also da sieht man schon, dass hier neue Maßstäbe gesetzt werden. Also die Strecke, Ausgestaltung wirklich wunderschön. So, weiter geht's. Wie gesagt, Fahrplan, das spielt jetzt für unsere Fahrt jetzt keine Rolle. Wir wollen uns die Strecke angucken und nicht den Fahrplan hinterherheizen. Deswegen seht's mir nach. Wird es vielleicht noch ein paar Minuten länger dauern. Ich gehe davon aus, dass wir sowieso irgendwo noch einen Kreuzungshalt haben. So, die Trainingsmodule, die finden im neuen Trainingszentrum von TrainSim World 3 statt. Ja, da habt ihr auch mal den Sound gehört, wenn das Fahrzeug losfährt, ohne dass ich dazwischen rede. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr den Sound findet. Also, ich bin selbst schon ab und zu mit einer 628 gefahren. Als Fahrgast und kann mich aber kaum noch an den Sound erinnern, weil das schon sehr, sehr lange her ist. Die Züge, die fahren ja im Osten, ja zumindest nicht in den Strecken, wo ich gefahren bin. Die sind mal vor gut fast 20 Jahren, ist das schon wieder her, da sind die mal zwischen Chemnitz und Leipzig gefahren. Da hast du von zwischen beiden Städten 1,5 bis 2 Stunden gebraucht, laut offiziellem Fahrplan. Und da hat man das aber auch so gehört, dieses weichen Knattern, was ihr jetzt so hier im Hintergrund hört, das hat man da auch ganz deutlich gehört. So. Setzen wir wieder auf 60 und die nächste Station, 1,6 Kilometer, da sind wir dann in Höchst. Höchst, das ist dann die nächste Station, wo wir halten sollen. So, neben uns auch hier die Telegrafenmasten, das hat man früher auch sehr oft an Nebenstrecken gesehen, Telefonleitung, Telegrafenmasten. So, nächster Bahnübergang, der unbeschrankt ist. Also die Strecke ist wirklich die Gestaltung. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht damit. Sie ist wunderschön gestaltet. Also wirklich, das ist seit Jahren das Schönste, was ich mal wieder gesehen habe in der Eisenbahnsimulation. Wir haben da schon einige Kracher für den Train Simulator Classic. Da gibt es ja schon einige sehr schöne gestaltete Strecken. Schwarzwaldbahn zum Beispiel. Aber das, was ich hier sehe, das setzt hier in TSW 3 dann doch nochmal ganz andere Maßstäbe. Und Performance ist eigentlich auch voll okay auf dieser kleinen Strecke. Ja, also es ist wirklich wunderschön. Ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben, habt ihr euch die Strecke gekauft? Wie gut gefällt sie euch? Ich meine, Preisdiskussionen, wie gesagt, ich persönlich halte diesen Preis für absolut gerechtfertigt, weil man wirklich sieht, dass hier eine sehr detaillierte Arbeit gemacht wurde, halte ich den persönlich für gerechtfertigt. Aber 36 Euro, das ist halt, für sehr viele Menschen ist das sehr, sehr viel Geld. Natürlich wird es die Strecke irgendwann mal im Sale geben, aber das kann natürlich ein bisschen dauern. Also gerade bei den neueren Strecken, die sind dann nicht immer gleich in dem nächsten Sale Dollar reduziert. Das kann schon mal dauern bis zum Weihnachtssale oder so, dass es dann zum halben Preis dann gibt.
Jetzt nähern wir uns also Höchst. Da gibt es auch einen Frankfurter Stadtteil, der Höchst heißt. So, also, da vorne sollen wir halten. Das ist nämlich mit so einem kleinen Triebwagen ein bisschen schwieriger, wenn man ihn noch nicht so beherrscht. Ja, man kann das natürlich vorher ein bisschen besser üben, bevor man aufnimmt. Da ist es nämlich, auf diesen kleinen Punkten zu halten, dann immer so ein bisschen, naja, abenteuerlich. So, dann entriegeln wir die Türen links. So, da muss man nämlich ganz sehr aufpassen. Bei so eingleisigen Strecken ist der Bahnsteig links oder rechts. So. Kann ich eigentlich diese Zugzielanzeige noch irgendwie einschalten, dass die leuchtet? Keine Ahnung. Müsste man doch mal umschauen. So, ja, Fahrzeug, ihr seht es ja, verfügt über PZB, LZB. Höchstgeschwindigkeit der Züge, laut meines Wissensstand, 120 dürfen die wohl fahren. So, Türen verriegeln. Bremsen lösen. Also auch diese Geräusche, wisst ihr, hört es ja selber. Die Geräusche. Soundkulisse ist einfach geil. Das ist auch so was wirklich ein Aushängeschild ist für die TSG-Züge. Dass die meistens immer einen richtig genialen Sound haben. So, ja, natürlich ist... steigen hier natürlich auf so einer Strecke nicht so viele Leute ein. Jetzt mal abgesehen vom Berufsverkehr, steigen da natürlich nicht so viele Leute ein, wie das jetzt auf einer Hauptstrecke wäre. Also da müsst ihr auch damit rechnen, dass ihr weniger Fahrgäste habt. Eichen an der Nidda, das ist die nächste Station, wo wir halten sollen. Wir halten als Regionalbahn, erklärt sich ja der Name von selber, an jedem Unterwegsbahnhof. Es gibt eigentlich, weiß ich, müsste doch mal in die Liste schauen, ob es hier auch regionale Expressfahrten gibt. So, hier auch eine Brücke über die Nidda. Sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das kleine Flüsschen wird uns, wie gesagt, begleiten. Runterbremst, dass wir hier nicht zu schnell werden und da noch eine Zwangse kriegen. Okay. Was? Nee, war nicht betippt. Okay. Ja, mit diesen Scheibensignalen, die ja auch als Vorsignal dienen, zugeben. Da sind meine Kenntnisse jetzt nicht so die besten. Wie gesagt, das muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Im Vorbild, es ist nicht wie bei anderen Let's Playern. Ich fahre im Vorbild selbst keinen Zug. Von daher gibt es da natürlich, ja, bei mir eben habe ich jetzt nicht so dieses ganzen Wissen über Signale und so weiter, wie das vielleicht bei manch anderem ist, der wirklich selber einen echten Zug fährt. Sondern bei mir geht es halt wirklich nur, ich mag diese Spiele, und versuche das natürlich so ein bisschen so zu gestalten oder so darzustellen. Aber natürlich gibt es da, bin ich jetzt, wie gesagt, ich bin im Real Life kein Lokführer und von daher kann ich euch da zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Kann euch versuchen zu erklären, wie diese Systeme, gerade die Zugsicherungssysteme, funktionieren. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wie das in echt wäre. Da, ja, so. Oh, verbremst. Muss man echt genau halten bei diesen kleinen Bahnsteigen hier. Die aber auch absolut richtig. Die sind halt auf die Triebwagen. Also ist ja auch heutzutage so. Oh, sind wir entgleist? Oder habe ich jetzt was Falsches gedrückt? Ne, links oder rechts? Steigt der denn nur aus, liebe Leute? Links oder rechts? Tatsächlich rechts. Ach, links-rechts-Schwäche auch noch. Okay. Gut. Oh Gott, hier bellt ein Hund auf dem Dorf. Das ist ja auch nichts Neues. Sehen wir auch das Bahnhofsgebäude. Das ist ein ganz kleiner Ort. Das, wo wir jetzt gerade sind, okay. Aber wir müssen schon wieder weiter. So, wir müssen weiter. Lösen die Bremse. Und dann ist das nächste schon... Heldenbergen, Windecken, Bahnsteig 5. Ja, das ist auch so ein Kreuzungsbahnhof. Oder ist das frühere Nitterau? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hieß immer Nitterau ist der Kreuzungsbahnhof. Aber es gibt auch viele Umläufe und einige Szenarien, die eben auch hier in diesem Ort beginnen bzw. enden. So, hier gibt es Schranken. Da müssen wir natürlich dort auf das Ausfahrsignal aufpassen. 3 Kilometer, das der nächste Bahnhof. Fachwerkhäuser, die sind ja auch so ganz
typisch für Hessen, an einigen Regionen Hessens, diese Fachwerkgebäude. So, 3 Kilometer. Also mir macht das Spaß, es war definitiv was anderes im Vergleich zu den bisherigen deutschen Strecken, die es da gibt. Das, ich meine, es gibt ja viele, einige, ich glaube, englische Nebenstrecken gibt es ja schon, mit der West Somerset oder amerikanische Güterzugstrecken, wo du auch lange eingleisig zum Teil unterwegs bist. Aber dies hier, das ist mal, gerade was die deutschen Strecken angeht, wirklich eine sehr, sehr gelungene Abwechslung. Schaut mal, wirklich dieser Bau in die Tiefe, ich kann mich da nur wiederholen, das ist Wahnsinn, diese ganze Landschaftsdarstellung. So, gehen wir mal wieder hinein. 2,9 Kilometer. Nächster Bahnübergang. Kenne ich halt nur vor allem. Ich weiß nicht, ob ihr die Ortschaft Weixdorf bei Dresden kennt. Das ist so ein, das ist mittlerweile ein Stadtteil von Dresden. Und da gibt es ja auch diese Regionalbahnlinie von Dresden-Neustadt nach Königsbrück. Ich weiß jetzt die Nummer nicht. Und da ist das auch so. Ottendorf und Weixdorf, dass die Züge dort wirklich einen unbeschränkten Bahnübergang nach dem anderen im Ort überqueren. So, hier geht's auch hier geht es mitten durch den Wald durch. Und das ist richtig, richtig, schaut euch das mal an. Mitten im Wald, und das ist auch wirklich toll dargestellt, meiner Meinung nach. Du hast wirklich das Gefühl, gerade hier durch den Wald zu fahren. Das müssen wir aber gucken, auf die Einfahrsignale achten. Das wird man nämlich quittieren müssen mit der 40. Und ich möchte nicht schon wieder die nächste Zwangsbremsung haben. Wir sind sowieso zu spät, aber das spielt jetzt, wie gesagt, für die heutige Erkundungstour keine große Rolle. So. Ja, das ist auch ein sehr interessantes, was dann hier natürlich geboten werden kann, nämlich Zugkreuzungen auf einen. Da kommt ja mindestens ein Zug entgegen, wo er dann irgendwo gekreuzt werden muss. Auch das dürfte ja technisch in Transit World 3. Na gut, neu ist es, glaube ich, nicht. So. So, mal gucken, wo wir das Signal zum Quittieren haben. Das Vorsignal. So, okay, ich hab nichts zu. Haben wir kein Vorsignal, was wir quittieren müssten? Oder ist das relativ kurz? Bei den Geschwindigkeiten kann das natürlich auch relativ kurz. Da vorne ist es doch. Da ist es doch. Das muss nämlich quittiert werden. Natürlich, bei den geringen Geschwindigkeiten haben die Signale dann auch kürzere Abstände. So, da müssen wir dann mit der Geschwindigkeit, falls wir jetzt hier. Achso, das geht ja fast schon von alleine. Da müssen wir ja gar nichts machen weiter. Einfahrgeschwindigkeit 40. Na gut, das ist natürlich einfach. Aber schaut euch mal hier die Stützmauer. Und hier können wir ins Tal runterschauen. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Wir haben auch wieder die Nitter, die uns hier begleitet. Ein bisschen zu früh gebremst. Und ach, hier scheint uns auch der Zug entgegenzukommen. Denn hier wird ein haltzeigendes Signal voraussignalisiert. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich diesen Aufenthalt, aber wir halten wahrscheinlich eher den entgegenkommenden Zug auf. So, 700 Meter, genau, das ist das Signal. Das heißt, hier kommt uns dann der Zug wahrscheinlich entgegen, auf den wir warten müssen, aber so wie der Fahrplan gerade aussieht, wartet der eher auf uns. So, also 500 Meter haben wir noch zurückzulegen. Dann gewöhnt, dass wir hier die kürzere Bremswege haben. So, Einfahrt in Heldenbergen, Windecken. Ja, und da kommt, ist der entgegenkommende Zug. Ne, das scheint noch nicht da zu sein. Oder wartet der schon irgendwo? So. Also, Einfahrt. Und ihr seht auch einige Triebwagen hier abgestellt. Ja. Und da drüben sogar abgestellte N-Wagen. Mit welcher Lok bitte? Steht da wirklich. Ach so! Okay, also hier zeigt anscheinend auch eine elektrifizierte Strecke ab. Da seht's mir nach. Da weiß ich es jetzt gerade nicht, welche das ist. Müsste ich nachschauen nochmal für euch.
Aber Umsteige halt ist ja auf jeden Fall gegeben. So, und da müssen wir sowieso erstmal auf den entgegenkommenden Zug warten. So, Türen sind entriegelt. 46 soll es erst weitergehen. Ja. So, diesen Zug, den seht ihr, der da auf diesem, hier am Gleis 1 oder was steht, den seht ihr jetzt natürlich nur, wenn, wenn ihr, wie gesagt, die linke Rheinstrecke besetzt. Der ist hier im DLC nicht enthalten. So. Ja, auf jeden Fall einer der größeren Bahnhöfe, die wir jetzt hier erreicht haben. Da drüben ein abgestellter Triebwagen. Ja. Warten Sie bis 48. Okay, das heißt, das ist gar nicht mal so schlimm, dass wir zu spät sind. Wir haben nochmal eine Chance bekommen, dass wir eventuell die Verspätung aufholen können. So, gibt es ja eigentlich noch irgendwelche Karten oder so freizuschalten? Ja, es gibt auch Streckenkarten. Vielleicht können wir das mal machen. Oder wir können uns das Fahrzeug mal von innen anschauen. Ach. So, Tür zu. Das haben wir auch noch nicht gemacht. So, hier der Bereich der zweiten Klasse. Wie gesagt, das ist halt die ältere Bestuhlung. Ich kenne das nur mit anderen Bezügen, aber ich kenne auch nur die Verkehrsroute-Variante von diesem Fahrzeug. So, hier ebenfalls Bereich der zweiten Klasse. Damals gab es ja sogar, glaube ich, noch Raucherabteile in den Zügen. Und hier haben wir den Bereich der ersten Klasse. Sieht natürlich auch ein bisschen luxuriöser aus. Und hier, da sitzen sehr viele Leute hier im Vorraum, wo die Mehrzweckabteile sind. Also auch für Fahrräder, Kinderwagen und so weiter. So, steigen wir mal aus. Steht auch nichts dran, wo der Zug hinfährt. Wir müssen noch eine Minute warten. So, können wir hier irgendwas machen? Irgendwelche Zusatzsachen oder Streckenkarten aufhängen? Aber anscheinend, hier kommt erstmal der Gegenzug, auf den wir warten mussten. So, dann gehen wir mal schon wieder hier hinein, an unserem Arbeitsplatz. So, dann haben wir doch gleich einen schönen Screenshot. Drei Zügen darauf. Für die Nittertalbahn. So, okay. Für uns geht es in einer halben Minute weiter. Finde ich halt echt toll. So Zugkreuzungen und so weiter, wo du erstmal einen entgegenkommenden Zug abwarten musst. Auf jeden Fall eine tolle Sache. So, jetzt dürfen wir, glaube ich, gar nicht so schnell beschleunigen. 500 Hertz Magnet nicht mehr aktiv. Gut. So, also wenige Sekunden. Die Türen müssen dann geschlossen werden. Start klar. So, Türen verriegelt. Und damit sind wir abfahrbereit. Nächstes ist halt Windecken. Das ist gar nicht so weit weg, 700 Meter. So. Ich glaube, wenn der 500 Hertz erloschen ist, dann dürften wir uns werbefreien. Okay, hier sind dann noch 50 gleich erlaubt. So, da drüben sehen wir eine 110 stehen. Wie gesagt, der Zug stammt von der Rheinstrecke mit der Lackierung. Genau, sind hier. So. Gut, 700 Meter also zu fahren. Jetzt hier einmal auf 60 hochbeschleunigen, bitte. Es ist auch sehr viele Rangiersignale, also wenn ihr mal so Rangieraufgaben spielen wollt, dann mit der Lokomotive, mit der 365 im Fahrplanmodus, da seht ihr, habt ihr auch die passenden Signale. Ich habe auch Respekt vor den Leuten, die da wirklich ohne Streckenmonitor das Ganze spielen. Also ich kann das nicht mehr, wäre das zu aufwendig, das auswendig zu lernen. Bin ich auch ehrlich, also wäre mir zu aufwendig. Schon immer jemand, der lieber den Streckenmonitor genutzt hat. 500 Meter, da sind wir schon wieder am nächsten Halt. Oder die nächste Brücke. Ein paar schöne Screenshots für euch mitmachen. Was wird denn zu rollen? Ah, der Fahrplan, ja, ihr seht, es ist auch relativ knapp. Also wir sind ja jetzt nicht zu spät losgefahren oder so und ihr seht, es sind nur noch 6 Sekunden, bis wir da vorne schon wieder stehen müssten. So, also Windecken im Kreis Hanau.
so Zug-Bahnhofsanzeige, also so Abfahrtstafeln an den Bahnsteigen, die gibt es auch in diesem DLC nicht. Ich glaube, die sind ja auf den kleinen, damals sowieso nicht so verbaut gewesen, auf den kleinen Stationen, aber die gibt es generell nicht, weil das wohl relativ technisch ziemlich schwierig wohl umzusetzen ist. Gab es auch bei der Rheinstrecke nicht. So, jetzt sollen wir in wenigen Sekunden schon wieder abfahren. Also schon interessant, auf jeden Fall. Also sehr, sehr interessant auf dieser Strecke. Muss man echt sagen, Zeit vergeht ja wie im Flug. Ich glaube, wir sind schon eine Dreiviertelstunde oder sowas unter. Ich weiß nicht genau, wann wir losgefahren sind. So, haben wir anscheinend nicht mehr so weit. So, Türen verriegeln. Nächste Station ist dann Büdesheim in Oberhessen. So, jetzt aber geht's los. Oh Gott, jetzt dürfen wir sogar hier wieder 60 fahren. So, da ist auch wieder ein Einfahrsignal, okay. Hier umschauen. Ja, ich habe hier wieder sehr weit in die Tiefe gebaut. Ja, scheint auch wieder am Signal zu sein. Also die Abstände... Ja. Auch der Sound von dem Fahrzeug ist gut und ihr merkt auch einen Unterschied, ob ihr in dem Zugteil 628 fahrt oder im hinteren Zugteil 928. Wenn ihr zum Beispiel von Bad Vilbel aus fahrt, da macht ihr die Fahrten ja in der Regel in der 928 und dann hört ihr das auch, dass der Sound leiser ist. Das klingt dann eher wie in so einem Steuerwagen. Also sieht man wirklich, dass da eine sehr, sehr, sehr gründliche Arbeit hier auf jeden Fall gemacht wurde. Die ganze Landschaftsgestaltung wirkt wirklich sehr, sehr interessant hier. Also muss man echt sagen. So, 1,4 Kilometer noch, 1,6 bis zur nächsten Station. Wir müssen aber ja gucken, ob wir hier irgendwas quittieren müssen. Das Einfahrsignal für Büdesheim wahrscheinlich dann. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine der schönsten Strecken, die ich hier jemals im Spiel gesehen habe. Wenn nicht sogar die schönste Strecke. So von der reinen Ausgestaltung her ist die wirklich gelungen, muss ich echt sagen. So, nächste Brücke, die wir überqueren. Brücken. Müsste ja gleich die Ankündigung dann kommen für diese Geschwindigkeitsreduzierung. So. Sehr, sehr kurz wahrscheinlich. Ist okay. Hier, das ist das Signal. Gut. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier so einen Geschwindigkeitsmagneten verbaut haben. Deswegen gehe ich lieber vorher schon mal ein bisschen runter. Und lass den Zug einfach in Richtung Büdesheim rollen. So, hier haben wir dann das Einfahrsignal. Das meine ich eher, glaube ich, nicht kritikpflichtig, aber... Ja, doch, doch, das zeigt auch was an mit so zwei Armen. Zwei Signalflügeln. Hier geht es noch im Tunnel. Och, sieht auch hübsch aus hier im Tunnel. Da haben wir ja alles dabei auf dieser Strecke. So, wie gesagt, jetzt hier, okay, jetzt müssen wir uns das. So, Lampe raus. So, okay, also auch wieder ein Kreuzungsbahnhof. Aber wie gesagt, hier kommt uns kein Zug entgegen. Frage ich mich eigentlich auch, ob das dynamisch läuft, wenn wir zu eine große Verspätung haben, dass dann die KI dann demzufolge eine Station weiterfährt. Beispielsweise, gerade wenn wir jetzt hier von Süden kommen würden. Wäre auch mal interessant auszutesten, ist aber sicherlich ein bisschen aufwendig. So, also wie hier erreichen die Station Büdesheim und lassen die Fahrgäste hier rechts. Ja, rechts. So, schönes Fahrzeug hier. Strahlend blauer Himmel.
Seht ihr, Twitter habe ich glaube ich auf dynamisch gelassen. Und wie soll ich benutzerdefiniert einstellen wollte, haben wir Glück, dass wir jetzt hier konstantes Wetter haben. Gutes Heim. Aber müssen schon wieder, ihr seht es ja selber, zurück. Unseren Führerstand. Und die Bremse lösen. So, Kilian Stetten ist das nächste. So, Ausfahrgeschwindigkeit war ja nicht 40. Das war wahrscheinlich nur wegen dem Bahnübergang. Also wirklich schön, schöne Landschaft, wo wir hier unterwegs sind. Muss man echt sagen. Sehr schöne Gegend. So, da vorne dürfen wir dann gleich wieder auf 60 beschleunigen. Achso, dieses Weichen. Dieses Weichenknarren. Auch sehr, sehr schön wiedergegeben. So, Kilian Stetten, also 1 Kilometer. Ihr seht auch, wie relativ, was kommt da jetzt eigentlich alles noch? Oberdorffelden, Niederdorffelden, Kronau und Bad Vilbel. Okay, dann ist anscheinend dieser Heldenbergen, Windeck, das ist das, was heute anscheinend Niederau ist. Der Kreuzungsbahnhof, wo dann eben dort diese Strecke Hanau-Friedberg eben auch abzweigt. Gut. Fast schon gedacht. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht in den Ortschroniken nachgeforscht, sondern hatte mich nur gewundert. So. Aber macht halt. Das ist halt mal was anderes. Das ist halt mal wirklich was anderes hier. Mal eben mal so eine Strecke zu erleben. Ja, das hat eben auch seinen Reiz. Nebenbahn. 628. Langsam fahren. Spaß macht es auf jeden Fall. Wir werden uns natürlich in den nächsten Videos auch noch einige der Szenarien anschauen. Die sind nämlich relativ kurz gehalten. Also sind halt jetzt nicht jedes gleich eine Stunde oder noch länger, sondern sind einigermaßen kurz gehalten, sodass das für so ein Let's Play auch ganz gut passt. So, jetzt aber. Schauen. Ich liege wieder wahrscheinlich mitten in der Kurve der Bahnsteig. So, erreichen wir den Ortsteil Kilian Stetten. Auch hier individuell gestaltete Bahnhofsgebäude. Hier will jetzt niemand weiter mit. So. Angekommen. Links die Türen entriegeln. In wenigen Sekunden. Also hier auf dem Abschnitt klappt es jetzt etwas besser mit dem Fahrplan einhalten. Ich versuche hier immer noch so ein bisschen ein paar Screenshots zu machen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Auch diese alten Fahrradhäuschen, kann ich mich auch noch dran erinnern, wie wir früher auch. Hier das Bahnhofsgebäude, ist aber nichts los aktuell. Ja. Überschreiten der Gleise für Unbefugte verboten. Okay. Ja, logisch. Aber hier nur mit haben wir. Was ist das, eine Klärgrube oder? Ja, nicht beim Bahnhof, keine Ahnung. Oder ein Fischzucht, ich weiß es nicht. So. Gut, dann Oberdorffelden ist das nächste. Finde ich auch gut, dass man wirklich hier diese früheren Geschwindigkeiten nachrecherchiert hat, dass das da früher eben etwas langsamer auf der Strecke ging, als das heute der Fall ist.
hier ein bisschen Industrie. Wie gesagt, es gibt hier ein paar Sachen, die auch mit dem Güterverkehr gefahren werden können. So. Ja. Okay, das war der, ach, das war die Ankündigung vorhin für diesen Bahnübergang, der da gelegen hat. Okay. Ja, können wir auch noch mal einen Blick auf Kilianstetten werfen. Wenn der Zug davon fährt, schon in Richtung nächsten Ort. Den wir dann schon wieder in 700 Metern erreichen haben werden. So. Naja, macht auf jeden Fall Spaß, hier lang zu fahren. Das einfach mal so ein bisschen zu genießen. Ich finde es auch nicht zu anstrengend. Mit dem Five-Tab finde ich es eine gute Konzentrationsübung. Ja, und PZB-mäßig, auch wenn wir jetzt die Zwangsbremsung hatten, weil wir da vorbeigerauscht sind, finde ich es jetzt nicht so anstrengend. Da gibt es Strecken, die, wo man da wesentlich mehr aufpassen muss. So, Oberdorf-Felden. Das ist auch Plattenbau. Der Bahnhof direkt beim Plattenbau. Gegenüber, das passt ja bei der Anbindung. Ja, ist ja bei manchen Dorfbahnhöfen wirklich so, dass du ganz genau, heute ist das noch so, ganz genau halten musst, weil die Bahnsteige wirklich genau für genau ein oder maximal zwei Zugteile freigegeben sind. So. Also gar nicht mehr länger sind mittlerweile. So, genau, was ist da an dem? Hier, das sind wirklich so Plattenbauhäuser. Genial. Kennt man echt wieder. Geniale Sachen. So. Gut, dann kann es für uns wieder weitergehen in Richtung Niederdorffelden. Glaube ich schon der, ne, vor der, ja genau, dann kommt Gronau und dann sind wir schon in Bad Vilbel. Ja, passt ja auch von der Zeit her. Also, bin ja sehr gespannt, was wir von der Auswertung kriegen. Ob es für Silber oder Bronze reicht, Gold glaube ich nicht. Dafür waren wir am ersten Abschnitt viel zu spät. Mitten durch den Ort durch. Wie genial ist das denn? Ja, da gehst du einmal in die Außenansicht. Ja, vielleicht sollten wir da die Erkundungen. Vielleicht sollten wir die Erkundungen künftig ohne PZB machen. Weil jetzt haben wir uns sämtliches Einhalten des Fahrplanes damit auch versaut. Weil das ist leider, das hast du nämlich leider auch bei einigen Strecken. Dass du, wenn du einmal Zwangsbremsung hattest, du schaffst es nicht mehr aufzuholen. Gibt solche und solche. Es gibt Strecken, die haben Fahrplanreserven. Hier hatten wir ja Reserven, weil wir diesen einen langen Aufenthalt hatten in diesem Kreuzungsbahnhof. Aber hier gehst du einmal raus und zack. Naja. Ist halt immer so der Zwiespalt. Man möchte von draußen mal ein bisschen was von der Strecke zeigen, gleichzeitig aber auch, das war ja, ist ja eure Idee damals gewesen, mit den Zugsicherungssystemen zu fahren. Das haben sich ja damals so viele gewünscht, wo ich mit dem Kanal angefangen habe, damals noch im Train-Simulator, dass ich doch bitte unbedingt die Zugsysteme benutzen soll. Naja, sage ich da natürlich auch nicht nein. So. Gut, so, also. Jetzt hier die nächste Einfahrt. Ach so, da kommt uns noch ein Zug entgegen. Ah, okay. Okay, noch eine Zugkreuzung. Beziehungsweise hier, das ist er. Hier wartet doch schon eine einzelne Lokomotive. Und deswegen, dann passt das doch wunderbar. Oder? Die Lokomotive ist doch vorbei. Oh, nee, das war jetzt Käse. Jetzt kriegen wir gleich die nächste. Jetzt kriegen wir die nächste Zwangsbremsung. Wir hätten uns nicht befreien dürfen. Das war jetzt richtig Mist, was wir gemacht haben. Gleich eine Zwangsbremsung kriegen müssen. Oder kann das sein, dass die 500 Hertz Magneten hier noch gar nicht gehen? Das kann nämlich auch sein.
Weil normalerweise wäre jetzt der 500-Hertz-Magnet aktiv geworden. Jetzt hat es gerade umgeschalten. Und wir hätten uns auch aufgrund der geringen Geschwindigkeit. Die 30 ist ein bisschen später erst. So, wir sehen das natürlich eine Minute später. Ja, da verstehe ich es aber nicht ganz. So, auch ein schöner Blick auf diesen Bahnhof. Hier ist ein. Ja, Niederdorffelden. So. Dann Bremse lösen. Ja, und dann kann es weitergehen. Vorletzter Halt. Ist dann Kronau in Hessen. Ja, aber immerhin schön, dass wir jetzt auch mal hier eine Strecke mit den legendären Funksignalen haben. So, in 2 Kilometern haben wir dann eine 30er-Zone. Das ist wahrscheinlich dann. Das ist dann die Einfahrt schon in Bad Vilbel, weil von Kronau nach Bad Vilbel, das ist ja auch nicht mehr so weit. Das sind ja auch nur ein paar hundert Meter dann. Also wir sind jetzt wirklich schon auf den letzten Metern. Zeit verging für mich jetzt ja wie im Flug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo wir ja hier 55 Minuten bzw. durch die Zwangsbremsungen sogar ein bisschen länger sicherlich unterwegs sein werden. So. 1,1, das ist ein bisschen mehr als 1,1 Kilometer. Das seht ihr oben links, das rechte. Das haben wir ja auch bei der Rheinstrecke schon festgestellt, dass das nicht so genau berechnet, leider. Die Signalabstände und so weiter, das berechnet es, glaube ich, schon genau. Aber das andere. Achso, das ist. Ah, ich weiß, glaube ich, was das ist, weil ich das von der anderen Richtung mal angespielt habe. Das ist ein Bahnübergang, wo nur mit 30 drüber gefahren werden darf. Das ist eine richtige Langsamfahrstelle, die da eingerichtet ist. So. Dann also, 500 Meter halten wir. Das heißt, da können wir den Zug erstmal nur rollen lassen. Die Frage ist, was ist mit der 30, die da hier irgendwo angekündigt werden muss? Hier sollen wir hier vorn halten. Ah, hier. Hier wird die 30 angekündigt und gleichzeitig gilt sie aber auch, weil ja wahrscheinlich jeder Zug, der hier durchfährt, fast hält. Okay. So, links und rechts. Seite, jetzt wollen wir noch links-rechts-Schwäche hier an. Gibt es ja wirklich, soweit ich weiß. So, letzte Station. Nochmal genießen den Ausblick. Letzte Station vor Bad Vilbel. Zu steigen ein und raus sind. Es geht eigentlich mit der Verspätung. Also wie gesagt, mit ein bisschen besserer Übung. Und ohne Zwang. Na, es, der Fahrplan ist schon knapp. Also auch ohne Zwangsbremsungen ist der, glaube ich, schon relativ knapp. Aber ist es möglich, ihn zu schaffen? Ich halte es für möglich, wenn man ein bisschen auch mit dem Fahrzeug ein bisschen geübter ist. Halte ich das für durchaus machbar. So. Dann also 430. Die ist nicht quittierpflichtig. Weil das, glaube ich, hier als Langsamfahrstelle eingerichtet ist. Und da gibt es ja solche und solche. So, das gilt nur, über diesen Bahnübergang. Gilt diese geringe Geschwindigkeit. Und hier sehen wir das Ende. Ja, es ist wirklich eine eingerichtete Langsamfahrstelle. So, bis nach Bad Vilbel fahren wir jetzt mal ein längeres Stück und zwar 2,8 Kilometer.
Ja, und dann haben wir dann unser Ziel schon erreicht. Werden wir jetzt, wie gesagt, nicht ganz nach Fahrplan schaffen. Aber auch hier wieder diese super Vegetation. Ah, Leute, warte mal. Super Vegetationsgestaltung. Entschuldigung, dass es gerade da so ein bisschen zügig ging. Ist einfach. Ja, schön gemacht auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall in den Szenarien hier wieder. Da steht schon mal sowas von fest. Da können wir schauen, was so eine kleine Strecke hergibt. Und wie gesagt, ich finde es halt toll, dass die Szenarien, wenn die Fahrplanfahrten schon so zum Teil etwas länger sind, in eine Richtung 55 Minuten, in die wir jetzt gerade fahren, planmäßig 55 Minuten. Wenn man natürlich sowas wie meine Wenigkeit hier macht mit Zwangsbremsungen, dann sind es vielleicht ein paar Minuten mehr. So. Die andere 51 Minuten, weil da einfach dieser Aufenthalt am Kreuzungsbahnhof entfällt in Heldenbergen. So, jetzt haben wir irgendwo hier ein Einfahrsignal, nehme ich mal an, dass das bald folgen wird. Einfahrsignal von Bad Vilbel. Hier besteht dann, wie gesagt, Anschluss an die Main-Spessart-Bahn, die Hauptstrecke Frankfurt am Main-Kassel. Verbindungen nach Gießen oder Umstieg. Ich weiß gar nicht, ich habe damals die S-Bahn schon bis Bad Vilbel gefahren, ist 1992. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich. Kann sein, muss aber nicht sein. Wenn sie da gefahren ist, dann, ja, vielleicht gibt es dann irgendwann eine KI 420, die da mal steht und auf die Fahrgäste wartet. Man weiß es ja nicht, was da noch so kommt. Also fest steht natürlich, dass beim deutschen Entwickler TSG ja noch weitere Dinge in der Entwicklung sind. Die Baureihe 420, wie ich gerade erwähnt. Dann die Baureihe 232 Ludmilla ist dort in der Entwicklung. Und es war zumindest auch mal in Planung die Baureihe 218, die aber erst nach den anderen beiden Fahrzeugen kommen soll, bei dem, was ich da so gelesen habe. So, wir fahren jetzt hier. Das ist quittierpflichtig. In 800 Meter dann nur noch 40. Geht es halt noch um die Kurve und da werden wir gleich auf diese Hauptstraße da, also auf die Hauptstrecke. Wir fahren gar nicht auf die Hauptstrecke, wir halten, glaube ich, an so einem anderen Gleis. So, genau, hier ist der erste Kilometer, der noch kommt. Gucken nicht, dass wir uns hier wieder irgendwelche Geschwindigkeitsmagneten runterbremsen. Ich habe das bei den früheren Simulatoren immer so gemacht, dass so kurz vor knapp die AFB runtergestellt, da hat es das System nicht gemerkt, aber hier ist das leider nicht der Fall. So. So, da vorne Einfahrt mit 40, wenigen 100 Metern. Wie gesagt, von uns rechts die Gleise, wie gesagt, die Gleise der Fernbahn. So, Einfahrt darf. Okay, wir fahren also sogar in eines der Hauptgleise ein. Es gibt ja auch so ein Ausziehgleis, wo man hält. Ist das das hier? Also, der mich rein? Ja, doch, der schickt mich doch auf das Ausziehgleis. Wieso ist denn da das Signal grün? Das verstehe ich nicht. Dann müsste das doch Halt da vorne anzeigen und ich hätte das quittieren müssen. Oder? Ach nee, weil wir da vorne halten sollen. Hinter der Weiche, okay. Oh, dem kleinen Abschnitt. Dort sollen wir jetzt halten. Noch über die Weiche fahren, aber dann halten. Gut, aber wir erreichen unseren Zielbahnhof. Vielleicht saust hier noch ein Intercity gleich an uns vorbei. So, wir sind gerade mal 2 Minuten später, trotz 2 Zwangsbremsungen. So, Bad Vilbel. Und hier sehen wir sogar eine der alten Anzeigen, die jetzt aber hier nicht funktioniert. Rechts entriegeln. So, und damit Spitzenlicht, Schlusslicht einstellen. Ja, so. Richtungswender auf neutral zurück. Und damit haben wir diese Fahrt abgeschlossen. Ich bin sehr auf die Auswertung gespannt. Wir kriegen Silber und damit bin ich absolut zufrieden. Also wir waren ja fast überall zu spät. Ihr seht es ja selber, am ersten waren wir pünktlich. Ja, dann wurde es immer später. Dann waren wir wieder bis zur nächsten Zwangsbremsung pünktlich. Also zweiter Abschnitt ist besser gelaufen als der erste. So 58 Minuten haben wir gebraucht. Gute Stunde.
Es geht, wie gesagt, besser, es geht ohne Zwangsbremsungen und es geht natürlich ein bisschen effizienter, dass man den Fahrplan schaffen kann. Ja, aber trotzdem hat es mir riesen Spaß gemacht, euch diese Strecke vorzustellen. Eure Meinung zur Nüttertalbahn bitte in die Kommentare. Habt ihr euch die Strecke gekauft? Wie zufrieden seid ihr mit der Strecke? Wie zufrieden seid ihr mit den Fahrzeugen, der 628 insbesondere? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich persönlich muss sagen, mir hat die Strecke sehr gut gefallen, genauso wie das Fahrzeug. Ich hoffe, dass sich der Aufwand für Entwickler TSG Trains of Germany gelohnt hat und dass da noch weitere Strecken folgen werden, die auch so schön detailliert sind. Das würde ich mir echt von dem Entwickler wünschen, dass das nicht die einzige Strecke war, sondern dass da noch mehr in TSW 3 kommt. Ja, ansonsten danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.